Hallo ihr Lieben, die nächste Wortzeit steht an und wir sind unterwegs im ersten Petrusbrief. Und heute soll uns ein bisschen das Thema Maßstab beschäftigen. Also welchen Maßstab gibt uns Jesus, gibt uns die Hoffnung, gibt uns Gott letztendlich vor, nachdem wir uns auch ein bisschen in unserem Leben orientieren können, der uns zeigt, wie wir uns zu verhalten haben, aber auch was uns letztendlich prägen und verändern darf. Und ich möchte dich einladen, mit mir den ersten Petrusbrief weiter zu studieren. Wir sind jetzt schon im zweiten Kapitel angekommen und ich bin gespannt, was dir und mir Gott durch sein Wort heute zeigen wird. Herzliche Einladung und ich freue mich, dass du dabei bist. Unser Thema heute ist Maßstab der Hoffnung und wir wollen uns die Verse aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, 1 bis 5 anschauen. Und bevor wir das tun, würde ich gerne noch beten. Vater, danke, dass wir wieder in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass dein Wort uns zeigt, was wir als Christen tun sollen und wie wir uns verhalten sollen, aber noch viel mehr, wie du bist. Und ich bin dir so dankbar, dass wir heute schauen können, wie du selbst, wie Jesus unser Maßstab der Hoffnung ist. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herzen jetzt aufmachst, dass du zu uns sprechen kannst. Ich möchte dich bitten, dass du all das, was jetzt aus dem Alltag vielleicht noch in unserem Kopf rumschwirrt, beiseite schiebst, dass deine Wahrheit wirklich in unserem Leben Raum gewinnen kann. Bitte segne du uns jetzt und sprich durch dein Wort zu uns. In Jesu Namen. Amen. So, und wir lesen wieder gemeinsam den Text. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Unser Text heute fängt mit dem kleinen Wörtchen darum an. Und darum ist immer wieder so ein Wort, wenn wir das in der Bibel lesen, dann wissen wir, der Abschnitt bezieht sich auf den Abschnitt davor. Deswegen schauen wir nochmal ganz kurz zurück in den Text vom letzten Mal. Und ihr wisst noch, da ging es um die Liebe, dass wir lieben sollen. Aber ich glaube, der Abschnitt, auf den sich das jetzt hier hauptsächlich bezieht, heißt, ihr seid ja von Neuem geboren. Also wir haben diese neue Identität, wir haben dieses neue Leben. Und darum sollen wir uns jetzt auch anders verhalten. Und ich mache das jetzt mal blau hier. Petrus beschreibt es folgendermaßen. Was sollen wir darum machen? Legt alle Bosheit und allen Betrug ab. Alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Das sind alles Dinge, wir sollen uns nicht, Bosheit kann man auch mit bösem Verhalten beschreiben, das ist vielleicht besser verständlich. Allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung ab. Also wir sollen all die negativen Eigenschaften, die wir aus unserem alten Leben noch mitbringen, die noch nicht ganz abgestorben sind, die sollen wir ablegen. Das ist also kein automatischer Blitz, der in unser Leben einschlägt, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir auf einmal nicht mehr das Bedürfnis haben, böse zu sein, betrügen zu wollen, irgendwelchen Leuten was vorgeigeln zu wollen. Wir sind auch immer noch irgendwie neidisch auf andere und neigen dazu, über andere schlecht zu reden, zu verleumden. Und deswegen ist es hier diese Aufforderung von Petrus, legt das ab.
Also das soll raus aus unserem Leben. Wir sollen das rausschmeißen, weil das nicht zu diesem neuen Leben passt, was Jesus uns geschenkt hat. Was sollen wir stattdessen machen? Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Also das ist quasi das Mittel, das Petrus und letztendlich natürlich Gott uns mit auf den Weg gibt und das helfen soll, solche Sachen zu identifizieren wie Bosheit, wie Betrug, wie Heuchelei, wie Neid, wie Verleumdung und noch vieles, vieles mehr. Aber auch, die uns hilft, das Ganze positiv zu füllen. Wir sind neu geboren. Wir haben ein neues Leben gekriegt. Und wie ein neugeborenes Kind brauchen wir eine Nahrung, die uns hilft, aufzuwachsen. Die vielleicht auch uns ein bisschen gerecht ist. Und Petrus beschreibt das hier als die Muttermilch, die wir bekommen. Und was ist diese Muttermilch? Ich mache das mal rot, ganz bewusst. Gottes Wort. Also das, was Gott uns mitgeben möchte. Das Alte und das Neue Testament. Damals für die Leute war es in erster Linie das Alte Testament, weil das Neue Testament war noch nicht fertig geschrieben. Das soll unsere Leitlinie sein. Das soll uns helfen, als Christen zu wachsen, Gott kennenzulernen, mit ihm vertraut zu werden, zu wissen, wie ist er, was ist ihm wichtig und wie sollen wir uns aufgrund dessen verhalten, um mit ihm zu leben. Und ich finde dieses Bild so stark, dass Petrus hier gebraucht. Wir sollen begierig sein. Also das soll jetzt nicht sein wie bittere Medizin, wo wir uns jeden Tag aufraffen müssen, ein paar Tropfen zu schlucken und das richtig eklig ist, weil das bitter ist und nicht schmeckt. Und wir ja, das nur machen, weil wir irgendwie wissen, dass das gut tut, sondern wir sollen darauf begierig sein. Wir sollen uns danach sehnen. Und wer schon mal ein kleines Kind dabei beobachtet hat oder das kennt, und ihr kennt es sicherlich alle irgendwoher, das so richtig schreit, weil es Hunger hat, das ist sehr eindrücklich. Und genauso sollen wir als Christen uns danach sehnen, von Gottes Wort zu hören. Aber ich glaube, es ist nicht nur Gottes Wort als Bibel gemeint, sondern in erster Linie auch, und ich springe nochmal zurück zu dem Text vom letzten Mal, hier haben wir gelernt, dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium. Also das ist der Kern von Gottes Botschaft, von Alten und Neuen Testament, ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben, für uns aufzuerstehen. Und diese Botschaft soll unser Leben verändern. Und nach dieser Botschaft sollen wir uns auch in jedem Lebensbereich sehen. Und wenn ich verstanden habe, dass Jesus gestorben ist für meine Bosheit, für meinen Betrug, für meine Heuchelei, für meinen Neid, für meine Verleumdung, die in meinem alten Leben Platz hatten und für die ganzen Lügen, die ich geglaubt habe, ob das heißt, ich bin der König der Welt, das stimmt genauso wenig wie ich bin der Trottel der Welt, ich bin das Schlechteste der Welt. Für diese Lügen ist Jesus auch gestorben und er möchte nicht, dass das unser Leben, unser neues Leben, das er uns geschenkt hat, weiter prägt. Und deswegen sollen wir uns danach sehnen, das immer mehr zu verstehen, zu begreifen, was es heißt, frei von dem Allen zu sein. Nicht, dass das alles verboten ist, sondern dass wir befreit davon sind, böse zu sein und die ganzen anderen negativen Eigenschaften weiterzuleben. Und das Ganze soll uns begleiten, bis wir das Ziel erreichen. Und das Ziel ist, wenn wir bei Gott ankommen. Das heißt, du wirst die Bibel bis an dein Lebensende studieren und aufsaugen können. Nicht nur müssen, sondern können, um wirklich ans Ziel zu kommen, um Gott kennenzulernen. Es hat mir ein bekannter Theologe gesagt, die Bibel ist so, dass ein kleines Kind drin planschen kann und glücklich sein kann, aber dass selbst
ein Elefant da reinpasst. Das heißt, die Bibel kann letztendlich ein Kind verstehen, was die gute Botschaft ist, aber diese gute Botschaft ist letztendlich so tief und so weitreichend, dass sie unser Leben ja bis zum letzten Atemzug und noch darüber hinaus prägen kann. Also wir werden diese Tiefe nie ausschöpfen, die wir in Gottes Wort vor uns haben. Und Petrus schreibt es jetzt hier so schön weiter: Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken. Also die haben das Evangelium schon gehört. Die kennen Gottes Wort, zumindest das Alte Testament schon. Und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Und nicht nur in seinem Wort, sondern sicherlich auch durch persönliche Erfahrungen. Aber gerade in seinem Wort, wenn wir das Alte Testament lesen, die ganzen Geschichten, wo Gottes Gnade immer wieder sichtbar wird, wo der Mensch sich immer wieder gegen Gott wendet und Gott dem Menschen immer wieder nachgeht, das ist eigentlich die Geschichte, die wir dort kennenlernen, außer wirklich Menschen wenden sich völlig von Gott ab. Aber die große Botschaft, auch im Alten Testament, und wenn du mir nicht glaubst, dann können wir gerne darüber reden, aber die große Botschaft ist, dass der Herr gütig ist, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der immer wieder vergibt, der immer wieder treu ist, der immer wieder nachgeht, der natürlich auch bestraft, aber die in erster Linie seine Liebe widerspiegelt. Und das Ganze ist so, weil sich Gott nie verändert hat. Also der Gott des Neuen Testaments ist der gleiche wie der Gott des Alten Testaments. Und er ist dieser dreieinige Gott aus Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Und deswegen schreibt Petrus jetzt auch, kommt zu ihm, weil er gütig ist, weil er derjenige ist, der uns neues Leben geschenkt hat und der letztendlich jetzt auch die Basis, die Muttermilch oder wie wir es gleich lesen werden, der lebendige Stein in unserem Leben sein möchte. Kommt zu ihm. Zu wem? Zu Jesus natürlich. Hiermit ist Jesus gemeint. Weil, das sehen wir jetzt, er ist der lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Und dieser lebendige Stein, das erklärt Petrus in unserem nächsten Abschnitt, also nächste Woche gehen wir dann nochmal genauer drauf ein, wer dieser lebendige Stein ist. Wir werden dann rausfinden, ich verrate das schon mal, dass er der Eckstein ist. Aber der Eckstein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, also die, die den weggeworfen haben. Was bedeutet das, wenn wir uns die Geschichten von Jesus im Neuen Testament, also die Evangelien anschauen und schauen, wie Jesus letztendlich aufgenommen worden ist, dann ist er meistens Leuten begegnet, die ihn abgelehnt haben. Und ganz besonders sehen wir das dann bei seiner Verurteilung, seiner Kreuzigung, dass die Menschen ihn ablehnen und ihn quasi für unbrauchbar erklären. Sie wollen ihn nicht als ihren Retter haben, weil sie meinen, sie müssen nicht gerettet werden. Aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und da steht diesem Unbrauchbar gegenüber dieses unschätzbaren Wert. Gott hat Jesus auf diese Erde geschickt, weil er weiß, dass er der Einzige ist, der uns retten kann. Er der Einzige ist, der ein sündloses Leben führen konnte. Der Einzige, der für unsere Schuld ans Kreuz gehen konnte. Und der Einzige, der auferstehen konnte, um uns neues Leben zu schenken. Deswegen und noch aus tausend anderen Gründen ist er von unschätzbarem Wert und nicht so, wie wir Menschen das einfach mal so entschieden haben, hey, das ist für uns unbrauchbar. Das ist wie, wenn ich irgendwo auf dem Feld einen glitzernden Stein finde, der ein Diamant ist, ich aber den Wert nicht erkenne und ich den einfach wieder wegschmeiße, weil ich denke, ist einfach nur ein Stein, der ein bisschen rumglitzert, der hat für mich keinen Wert, mit dem kann ich nichts anfangen und tatsächlich ist er vielleicht mehrere tausend Euro wert. Genauso ja, dumm sind wir als Menschen, indem wir Jesus als unbrauchbar erklärt haben. Aber er ist der, der von unschätzbarem Wert ist.
Und er ist letztendlich, und das haben wir auch schon gelesen, er ist das Wort Gottes. Also ist dieser lebendige Stein und das Wort Gottes in gewisser Weise auch gleichzusetzen. Und er ist derjenige, an dem wir uns ausrichten lassen sollen. Und das beschreibt Petrus jetzt hier. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Also Jesus Christus ist der lebendige Stein, ist dieser Eckstein, und wir sollen auf ihm aufgebaut werden. Und Gott selbst macht es, dass von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und wir haben jetzt natürlich wieder, ne, Jesus, der lebendige Stein, und wir haben Gott, der baut, Gott, der Vater, wir haben wieder den Heiligen Geist, also die Dreieinigkeit auch hier wieder präsent. Und wie sieht das aus? Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen deutlich macht. Jesus ist dieser Eckstein hier. Und dieser Eckstein wird als erstes gelegt. Das ist quasi das Fundament, was gelegt wird. Ich habe mal eine neuere Form von Fundament mitgebracht. Nämlich das bei uns hier im Garten. Wir haben letztens so ein Pumpfundament gelegt. Man erkennt sie vielleicht nicht, aber sie sind hier. Ich habe ja schon öfters mal von unserem Terrassenprojekt erzählt. Jetzt geht es tatsächlich mal wieder ein bisschen vorwärts. Und diese Punktfundamente sind unheimlich wichtig, vor allem diese Haaranker, die wir da gesetzt haben, die mussten ganz genau gesetzt werden, weil das entscheidet, wie letztendlich das, diese Überdachung, die wir darauf setzen, aussieht, wie wir das Ganze dann quasi zu bauen haben. Und dieser Eckstein, der Jesus ist, damals fungierte genauso. Also damals hat man nicht große Fundamente betoniert oder gegossen, sondern man hat einen möglichst festen Untergrund gewählt und dann hat man diesen einen großen ersten Stein gesetzt. Und dieser erste Stein, ne, musste gerade sitzen, der musste passen und das, der musste eigentlich perfekt sein, sodass dann die ganzen anderen Steine, und das sind quasi wir, dort dran passen können. Und Jesus ist dieser lebendige Stein, ist dieser Eckstein, der gelegt worden ist. Und wir dürfen uns jetzt in dieses Haus einfügen lassen. Und das heißt auch, dass wir wahrscheinlich behauen werden müssen, weil die Steine liegen ja oft nicht so in der Gegend rum, sondern die müssen gebaut, die müssen verändert werden. Behauen müssen verändert werden. Und deswegen ist das, finde ich, ein geniales Bild, warum wir eben uns behauen, verändern lassen sollen. Warum wir diese ganze Bosheit und diese ganzen anderen Dinge, von denen wir gelesen haben, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung und noch vieles mehr, warum wir das ablegen sollen. Das ist wie so ein Stein, der sich anpassen lässt, dass er zu diesem Eckstein passt. Und das macht Gott mit uns. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Also wir müssen uns nicht selber behauen, sondern Gott möchte das machen. Wir müssen uns nur Gott zur Verfügung stellen und sagen, ja, das tut vielleicht auch manchmal weh, ne? Wenn mein ganzes Leben bisher darin bestand, andere Menschen zu betrügen und ich dadurch meinen Lebensstandard halten konnte und ich kann das jetzt nicht mehr machen und verliere vielleicht dadurch einiges, dann kann das im ersten Blick wehtun. Aber ich werde da passend gemacht für Jesus und ich werde noch viel passender gemacht für das Reich, das uns erwartet im Himmel, in dem wir mal mit Jesus Gemeinschaft leben dürfen. Und das ist viel schöner und viel wichtiger, da hinzupassen. Deswegen ist Jesus quasi nicht nur der Eckstein, sondern er ist der Maßstab für uns. Ich habe meinen Gliedermaßstab mitgebracht, das ist nur ein schwaches Bild. Aber Jesus gibt so ein bisschen vor, wie wir zu sein haben. Und er möchte, dass er auch, ja, unser großes Vorbild sein. Wir sollen wie Christus werden. Das sagt uns das Neue Testament immer wieder, dass wir ihm gleich werden sollen, dass wir uns ihm zum Vorbild werden sollen, dass wir ihm wirklich ähnlich werden sollen. Und genau dazu
ruft uns hier Petrus auch auf, dass wir uns dort verändern lassen sollen. Und das große Ziel ist, und das ist, finde ich, ein Riesenziel ist, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Und wer das Alte Testament ein bisschen kennt, die Priesterschaft, das war der Stamm der Leviten, der die Priesterschaft gestellt hat. Und die waren besonders gestellt. Das waren Leute, die sich um den Gottesdienst zu kümmern hatten, um den Tempel, um ganz viele Sachen, die einfach mit der Beziehung zu Gott zu tun hatten. Und die andere auch quasi in die Beziehung zu Gott geführt haben, die anderen dabei geholfen haben, die Opfer zu bringen und so weiter. Und warum sollen wir uns zu einer Heiligen, heilig haben wir schon gehört die letzten Male, heißt herausgerufen, besonders gemacht, für Gott ausgesondert. Warum sollen wir so eine Priesterschaft sein, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind? Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus, auf diesen Eckstein, gründen. Also wir sollen eine Priesterschaft sein. Wir sollen Leute sein, die nach Gottes Maßstäben leben und die damit auch anderen die Möglichkeit geben, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das sind die Opfer, die von Gottes Geist gewirkt sind. Und Opfer, an denen er Freude hat, sind Menschen, die ihm nachfolgen. Die ihm nachfolgen. Also, wenn wir zu heiligen Priestern uns aufbauen lassen, dann sind wir Menschen, die in erster Linie auch selber wachsen in der Beziehung zu Gott und die wir ihm nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden, aber die durch unseren Dienst, und das heißt jetzt nicht, dass wir alle vollbeschäftigte Geistliche in der Kirche sein müssen, sondern dort, wo wir sind, in unserem Alltag, sollen wir Menschen für Jesus gewinnen. Und deswegen finde ich das so spannend, dass Jesus auch nicht als Vollzeitgeistlicher irgendwie geboren worden ist, sondern der als kleines Baby in dieser unbekannten Stadt Bethlehem geboren worden ist, in Nazareth aufgewachsen, einem Ort, den niemand auf der Landkarte irgendwo gefunden hätte damals, der eine Lehre gemacht hat zum Zimmermann bei seinem Vater und der ein paar Jahre gearbeitet hat und der erst mit über 30 noch ein bisschen durchs Land gezogen ist. Aber das auch nicht mit einer hochgeistlichen Elite, sondern mit Fischern, mit ganz einfachen Leuten, mit Zöllnern, die damals überhaupt nicht angesehen waren. Teilweise mit Terroristen, wie dem Judas Iskariot. Also Menschen wie du und ich eigentlich. Und genauso sollen wir an dem Ort, wo wir sind, auf Arbeit, in der Schule, im Studium, zu Hause mit unseren Nachbarn, wir sollen dort Priester sein, Leute, die für und mit Gott leben und die andere mit Gott in Kontakt bringen, die mit anderen beten können, die anderen von Jesus erzählen können und die andere für Jesus gewinnen können. Und das wünsche ich mir, dass wir uns verändern lassen, dass wir erkennen, hey, das, was Gott da für uns vorbereitet hat, das ist so lecker, das ist so wunderbar. Und ich bin da so begierig drauf wie auf diese frische Muttermilch. Und ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte mich auf diesen lebendigen Stein Jesus Christus aufbauen lassen. Und ich möchte ein Priester sein in seinem Namen. Und nicht nur irgendwo im Tempel sitzen, sondern ein lebendiger Tempel sein an dem Ort, wo ich bin und andere Menschen mit ihm in Kontakt bringen. Das wünscht sich Gott von uns und das möchte uns Petrus hier mitgeben. Und das wünsche ich auch dir und mir für unseren Alltag. Und damit es ein bisschen praktisch werden kann, möchte ich dir wieder ein, zwei Fragen mitgeben. Zwei Fragen, die ich dir zum Schluss mitgeben möchte. Die erste, lässt du dich von Gott verändern oder hältst du an deinen negativen Charaktereigenschaften fest? Hältst du an dem, was aus deinem alten Leben noch in dieses neue reinragt? Ob das
negatives Reden ist, ob das böses Verhalten in manchen Situationen ist, ob das, ja, was auch immer da eine negative Charaktereigenschaft in deinem Leben ist. Hältst du daran fest und möchtest du dich dort nicht verändern? Oder willst du, dass Gott dich dort prägt und dich dort, ja, ein bisschen behaut wie so ein Stein? Dann möchte ich dir Mut machen, wenn das nicht der Fall ist, dass du dich bisher groß da verändern lassen hast. Such dir eine Eigenschaft in deinem Charakter, die negativ ist, die du gern verändern möchtest. Und dann bete jeden Tag dafür, in der nächsten Woche, in den nächsten 2 Wochen oder so lang, bis Gott dich da verändert, dass er dir Veränderung schenkt. Und vielleicht studierst du auch die Bibel gerade unter dem Punkt, hey, was sagt Gott gerade zu dieser Charaktereigenschaft? Warum ist es ihm wichtig, dort Veränderungen reinzubringen? Und ganz wichtig, beschäftige dich mit der positiven Eigenschaft, die das Ganze ersetzen kann. Also wenn du bisher jemand bist, der schnell dahin kommt, dass du über Leute irgendwie negativ redest, lästerst, dann beschäftige dich ganz viel mit dem Thema Segen. Wie kannst du Leute segnen statt verfluchen? Wie kannst du positiv über sie reden? Wie kannst du ihnen auch Positives zusprechen? Wie kannst du sie lieben? Wenn du bisher jemand warst, der sehr jähzornig war und so weiter, schau, wie kannst du liebend werden? Wie kannst du das Positive im Menschen entdecken? Da möchte ich dir ganz viel Mut machen. Und die zweite Frage ist, wie kannst du als Priester in deinem Alltag leben? Das heißt, wie kannst du in deinem Alltag jemand sein, der für Gott lebt? Nicht irgendwie entrückt, sondern wirklich in deinem Alltag, in deinem Verein, auf deiner Arbeit, mit deinem Nachbarn. Wie können die Leute, ja, in dir jemanden erkennen, der erstens jemand ist, der Gott groß macht, der für Gott lebt, und zweitens als jemand, der auf, ja, sie für Gott gewinnen will? Da möchte ich dir wirklich ganz viel Mut machen, dich damit zu beschäftigen, wie du in deinem Alltag wirklich als Priester leben kannst, dich wirklich zu so einer Priesterschaft aufbauen zu lassen, zu einem Menschen, den man ja erkennt, hey, der lebt mit Gott und der möchte mich auch irgendwie für diesen Gott gewinnen. Und das ist nichts Negatives, sondern das ist was Schönes, ist was, was ich eigentlich auch haben möchte. Ich wünsche euch da ganz viel, ja, Segen dabei, das umzusetzen. Und genau, freue mich da vielleicht auch von euch zu hören, wie Gott euch da verändert hat. Spannender Text heute. Jesus möchte unser Maßstab sein. Er ist unsere lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen, aber er ist auch unser lebendiger Eckstein. Und er ist das lebendige Wort Gottes, was uns ja zeigen will, wie wir zu leben haben. Und das nicht als eine Art Zwang, sondern als eine Befreiung, als was, was wir als Geschenk wirklich annehmen können und was uns ja in eine tiefere Beziehung auch zu Gott führt. Und wir dürfen Menschen sein, die ja Priester sind auf dieser Erde, die Leute in Kontakt mit Gott bringen und die Gott anbeten dürfen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten, dass Gott das wirklich schenkt in deinem und meinem Leben, und würde mich freuen, wenn du mit mir betest. Vater, danke, dass wir mit dir reden dürfen. Danke, dass du der barmherzige Gott bist, dem wir uns nahen können. Und ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern der daran interessiert ist, dass wir ja verändert werden, dass wir befreit leben können auf dieser Erde. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese ganzen negativen Charaktereigenschaften, die noch in uns schlummern, zu erkennen, dir hinzulegen und uns dort wirklich verändern zu lassen. Und möchten uns wirklich ja frei machen von diesen Altlasten, die da in uns noch schlummern, und dich bitten, dass du ja uns dort behaust und uns wirklich als lebendige Steine dort einbaust in dieses Haus, was du baust, das der Heilige Geist erfüllt und wo Jesus Christus der Grundstein ist. Ich möchte danken, dass wir diese Möglichkeit haben, Menschen für dich zu erreichen, und ich möchte dich bitten, dass du uns dort wirklich auch in unserem Alltag immer mehr zu Leuten machst, die ja deine Liebe vorleben, die einen Geschmack machen darauf, wie wunderbar du bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden, der jetzt das angehört hast, dort an dem Punkt wirklich veränderst und dass du dein Evangelium
immer noch stärker in uns wirken lässt. Danke für deine Gnade, die jeden Tag neu ist, und danke, dass wir ja uns heute auch dieser Gnade wieder ganz neu ausliefern dürfen. In Jesu Namen. Amen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Wortzeit. Und bis dahin eine gute, gesegnete Woche und tschüss.